Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen zu einem weiteren Part Total War Warhammer 3 Immortal Empires mit dem Fransenmann. Is it time? It is ultra time. Part 33, wenn mich nicht alles täuscht. Das letzte Mal ist wieder ein Weilchen her, das ich aufgenommen habe, aber ich habe nicht vergessen, dass wir uns hier mit Bellacor anlegen. Oder richtiger formuliert, dass Bellacor eher sich mit uns anlegt. Das ist natürlich so eine Geschichte, für die er zahlen wird. Hier wollten wir, glaube ich, Ulrich noch dazu holen, dass wir das automatisch dann auswürfeln können. Hat vor allem jetzt ein bisschen Zeitgründe. Es ist jetzt, wie gesagt, Part 33. Uns fehlen hier noch 20 Siedlungen auf die 70. Und dann haben wir noch ein paar imperiale Fraktionen, mit denen wir uns noch irgendwie einig werden müssen. Okay. Das mit dem Nordland mit 3 Punkten ist, da ist die Konföderation eher sehr weit weg. Hier können wir es auf jeden Fall annehmen. Ostland wäre da noch. Und hier drüben oder hier unten gibt es dann Stirland auch noch. Die haben ebenfalls 10. Was es dann auch noch gibt, ist nämlich bei der Technologie hier der Runenklingenpakt. Da können wir noch plus 1 rausholen. Könnte im Bedarfsfall schon was bringen. Aber möglicherweise wird es erforderlich sein, dass wir uns mit irgendeiner Fraktion vom Imperium noch kriegerisch abgeben müssen. Die Runde war soweit durch. Was wollte man mit dir machen? Ist so ein bisschen die Frage, genau. Scave and Blight gehört Clan Angrund. Genau, und Clan Scryer sitzt nur in Miragliano. Soweit so okay. Ja, da unten wollten wir uns, glaube ich, nicht mehr groß engagieren. Wie schaut es denn aus mit Kriegsgegnern sonst? Naja. Durtu wieder mal, ne? Da könnte man uns einen Frieden holen. Die Frage ist, wollen wir das? Certainly not, ja. Irgendwo ein paar Kriegsgegner brauchen wir, wie gesagt, noch. Dass wir uns diese 20 Siedlungen noch holen. Dann könnten wir eine kleine Strafexpedition zu Bellacor ins Werk setzen. Da oben in Norska. Schaut's gar nicht so schlecht aus. Chaoszwerge in Norska, juhu. Finde ich voll geil. Kislev geht es auf jeden Fall noch ganz gut. Der fantastischen Zarina. Und hier im Gebirge Karak Kadrin und Karas Akarak. Hier unten haben wir uns ja auch zurückgezogen. Die Kloake ist auch unterwegs. Fantastisch. Jo, dann werden wir das vielleicht nicht machen, dass wir uns mit Durtu schon gut stellen. Dann könnten wir eher mal hier die Gebirgsprovinz uns vorher noch holen. Oder niederreißen, je nachdem. Wobei es ist unangenehmes Klima. Ich sage ja immer dazu, dass ich unangenehmes Klima noch mache. Aber wenn es natürlich ein bisschen zart ist und ein bisschen dauert. Jo.
Du kannst die Forschungsrate in der nächsten Runde gleich noch ein bisschen pushen. Dann gibt's hier. Ja, Wachstum auf jeden Fall. Und dann geht's weiter. Dann wird Bellacor vermutlich jetzt einen Ausfall machen, schätze ich. Geht man natürlich auch händisch machen, so ein bisschen als Rache, als Retourkutsche für die Einnahme von vor zwei Parts, glaube ich, war das. Aber mir frisst es jetzt ein bisschen zu viel Zeit, muss ich gestehen. So langsam ein bisschen in die Gänge kommen, dass wir langsam uns Richtung Ende bewegen. Weil 20 Siedlungen können ja noch ein bisschen dauern und was auch noch dazu kommt, eigentlich sollte das Endgame-Event jede Runde losgehen. Das ist eher nur das, was ein bisschen Action verspricht. Das was. Je nachdem, wo jetzt irgendwo dann die Armeen spawnen, es ist ja das Skaven-Event, das kommen wird. Je nachdem können wir ja noch ein bisschen Skaven dann auch dreschen. Genau das. Jo, wir hätten wieder die Niederlage. Speak, I will hear you now. Nope. Okay. Die Frage ist jetzt, wir müssen uns Dada in den Weg stellen. It will be an honor. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das aktuell ein bisschen schwierig. Kommt auf jeden Fall dazu, dass er übers Reich angreift, aber übers Reich ist eigentlich ziemlich stark. 20 Einheiten. Hm. Ever vigilant. You are not worthy. Wie schaut's denn aus? Okay, der ist ganz normal in der Festung drin, oder? Das schaut nur irgendwie gerade so aus, als wäre der irgendwo da heraus unterwegs. Wir belagern wieder. Das ist jetzt einfach so ein bisschen eine Verzögerungs- und so ein bisschen eine Nervtaktik. Weil so wie es ausschaut, müssen wir Ulrich umleiten. Das noch übers Reich. Na gut, übers Reich 20er Garnison ist schon recht ansehnlich. Aber da ist halt einiges an Standard-Infanterie dabei. Gut, wir haben ein paar Zauberer, wir haben einen Tain dabei. Es ist jetzt an Zahl ganz in Ordnung, aber jetzt nicht so die mächtige Armee. Würde ich mal sagen. Ja, da kommst du nach Mühlen. Und was fehlt uns hier? Ich glaube, hier fehlt unsere Einheit Teleportiere, ne? Die wir hier natürlich nicht holen können. Es ist fantastisch. Okay, aber ist jetzt einmal egal. Du kommst dazu. Warrior of Sigma. Not possible. Okay, nach Grünburg kommt die aber nicht. Hoffentlich. Okay, dann machen wir das ein bisschen anders. Du kommst nicht zur Festung dazu, sondern du stößt dir noch übers Reich rein. Vielleicht können wir ja dann hier so einen kleinen Zangenangriff von beiden Seiten ins Werk setzen. So, du kannst Armee, ja, stößt dir mal da an.
Und Karl Franz kann eigentlich Richtung Gebirge aufbrechen. Ja, stimmt, wir haben ja zwei Einheiten Dampfpanzer. Ja, die Verstärkungsrate ist halt hier noch ein bisschen zart. Das wird auf jeden Fall noch dauern. Ja, kommen wir mal nach Pfeildorf. Hier wären wir sehr wohl, wenn wir dann bald Stufe 5 hätten. Falls da unten wirklich Skaven spawnen, die dann zu uns kommen. Weil, wie gesagt, Clan Scryer lebt noch. Du machst mal Technologie. Yep. Phantasmo. So, und da oben haben wir ja einen weiteren General stehen. Den könnten wir jetzt eigentlich im Süden ganz gut gebrauchen. True Servant of Sigma. Kannst du irgendwo? Na, da gibt's eigentlich nichts zum Raiden. Da war der Kostaltin doch recht brav, muss man sagen. Durchaus, durchaus. Aber da drüben gibt's ein Schätzchen. Your word is my command. Okay, da kannst du dich echt weit bewegen. Ja, wurscht, dann bleibt die Runde stehen und dann wassern wir mit dir nächste Runde. Ist okay. Wie schaut's denn aus? Okay, hier braucht es auf jeden Fall noch bis Stufe 5. Marienburg 14.4. Gorsel. Ja, bitte Gorsel. Exponierte Siedlung und so. Was machst denn du eigentlich, Boris? Stimmt, den haben wir auch dazu gezogen. Ja, passt. Dann weiterhin Gas. Stopp. Du machst einmal. Okay, du machst nicht die Ariel weg. So, ich muss an dieser Stelle kurz einen Cut machen. Sorry. Und da sind wir wieder. Weiter geht's. Jo. Die Runde war soweit durch. Genau, du kannst eben Ariel nicht ausschalten. Jo, das war's soweit. Gut, dann haben wir 122. Was wir noch nachschauen können, ist, wie es hier mit den Kurfürsten ausschaut. Ich glaube aber, wir haben alle unsere aktiven Generäle vergeben, oder? Der Wiegel, Karl Franz natürlich sowieso, in Helmut, in Boris, in Ulrich. Genau du, der Boris, der Balthasar. Jo, passt soweit eigentlich. Gut, dann. Ja, Oberstier. Ja, ist okay. Tuch und so. Mehr Tuch und so. Jetzt habe ich auf die vergessen. Super. Arge. Friends of the Empire, come. Alariel. Oh, schau dir was an. Bitte sehr. Mehr Geld, mehr Geld. Das gefällt. Dies gefällt sehr viel.
gefällt ganz viel. Aber gut, von Kranz Kreier ist auch nicht mehr allzu viel da. Die Stärkeabschätzung jetzt gerade war schon eindeutig. Was zum Geier? Ah, okay, die Situation unten, Arkendorf und so. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöde. Oder hätte das Potenzial ein bisschen blöde zu werden? Ja, wieder das. Ich spiele das Spiel jetzt einfach konsequent weiter, bis Boris da ist. Und zwar Fullstacks. Dürfte das dann ja hoffentlich doch funktionieren. Konföderation mit Ostland. Komm, wir können uns das leisten. Er hat eh nur die eine Siedlung. Ja, ist okay. Okay, er belagert übers Reich. So weit, so gut. Also, was kannst denn du? Du kannst Einheiten angreifen. Was war das? 57. Bei ihm wird es wohl weniger sein. Ja, 25. Ja, dann machen wir die Garnison. Ja. Ja, das hat zumindest bei einzelnen Einheiten ganz gut reingehauen. Oh ja, 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 ja. Wir umstellen das wieder. So, dann hast du ein Level Up. Dann gibt Boris weiter Gas. In der nächsten Runde sollte man das dann abschließen können. So, jetzt du. Here to serve. I will do anything for Sigma. Moving out. Stichst in sie. Und gibst ein bisschen Gas, dass wir schneller zu dem Schatz da drüben hinkommen. Okay, dann haben wir Norden bekommen. Die Frage ist natürlich nur, ob wir es auch behalten wollen. Wald brauchen wir dann auch noch. Tja, Talapheim gegen Norden zu tauschen. Wäre natürlich fast eine Idee. Na, das ist rausgekommen. Man nimmt Kertscher Wolfenburg und die Burg von Raupen. Oh, da wäre Gold. Komm, testen wir mal, ob ein Norden gegen Talapheim, ob die Zarina auf das anspringt. None shall question. Let us discuss stately affairs. Hier, genau, Norden gegen Talapheim. Wow. Okay. So deutlich hätte ich das nicht erwartet, das ist immerhin eine Hauptsiedlung. Dann eine zweite Option, die mir jetzt noch gerade gekommen ist. Kemperbad gegen Wolfenburg. Zwecks Gold und so.
Wo ist Camp? Bad? Da drüben. Gut, ja, stimmt. Wäre relativ nahe an Altdorf, aber ist soweit wurscht. Sorry nochmal, Wolfenburg war das, ne? Ja. Camperbad gegen Wolfenburg. Ja, Camperbad gegen Wolfenburg. Okay, das mag's wiederum gar nicht. Ja, kann ich verstehen. Ja komm, dann machen wir das wirklich. Dann tauschen wir hier Norden. Ich merke, man keine Siedlungsnamen hätte. Norden gegen Talapheim. Sorry für das bisschen ausprobieren, aber mit dieser Siedlungstauschfunktion kann man ein bisschen was dann doch rausholen, finde ich. Norden gegen Talapheim. 7000. Dass der das so viel wert ist, das ist immerhin eine Nebensiedlung und das ist eine Hauptsiedlung. Aber gut. You have been most good. Dankeschön. Verehrteste Zarina. Okay, Valmir. Die Frage ist, ob man... uns den behalten wollen. Was wir auf jeden Fall mal nicht behalten, sind die Bogenschützen. Yes, my lord. Und einmal ganz sicher die Speerträger auch nicht. What does the Emperor bid? Meisten kennt man es uns schon, so ist es nicht. Nur mal theoretisch, was würde das kosten, wenn wir denen Kappelburg abkaufen täten? Irgendwie sind wir gerade wieder so als kleiner Immobilienmakler unterwegs. Karl Franz, der... ich merke mir keinen Namen heute. Kappelburg. Karl Franz und sein Immobilienimperium. The Tsarina bids you welcome. Kappelburg. Okay, keine Chance. Keine Chance, nur gegen Geld. The nation calls. Ja, das mit den Kriegswegen. Und drei Mörser ist mir ebenfalls ein bisschen zu viel. Dann machen wir das einmal so. Dann lösen wir mal die Einheiten auf. Und dann kommst du mal in unser Gebiet zurück. Genau, hier könnte man Talapheim ausbauen. Oder wir buttern die ganze Kohle in Marienburg. Was wollte man da so noch so machen? Kosten, ja. Ist okay. Geschossstärke ist auf jeden Fall gut. Naja, Geschossstärke. I live to serve the Emperor. Der Bruno. Genau, und dann kannst du mal verwunden. Ich bin voll verwundet. Oder auch nicht.
Ja, komm, das machen wir automatisch. Einfach aus Gründen, weil wir es eh schon des Öfteren gesehen haben. Schlachten gegen die Waldelfen. Servant of the Faith. Dies kennen wir alles schon. Und es waren sogar drei Level-Ups, ist okay. Archlector. Ja, blanker Stahl. Übrigens haltet die Linie und einen vernichtenden Angriff. Und der Bruno, das Pendel und die Entkräftung. Gut, Stichwort Fullstack. Du kriegst auf jeden Fall noch zwei Beehand-Kämpfer. Ja, Panzer muss jetzt bei dir gar nicht so sein. So eine richtige Elite-Truppe würde ich bei dem jetzt nicht sehen. Beim guten Ulrich. Vielleicht ein paar Demi-Greifen oder sowas. Aber jetzt kannst du mal noch dazu eine Rakete holen. Und eine Kanone eigentlich. Dann passt das für den Moment. Big Balthasar. Pick up the pace. Du kommst damit da dazu und schnappst dann Hellebardier. Gott sei Dank hat Arkendorf eine saftige Garnison. Der Wald hat dafür nichts. Oder wenig. Gut, wobei der jetzt auch nicht so. Na gut, Kroxigore, Kanosaurier. Also, wenn er wollen würde, dann nehme ich mal doch an, dass er das hinkriegen dürfte. Ready. Oh, Orks. Und dann holt er dir das Knorpeltal jetzt. Das reißen wir jetzt nieder. Ja. Oder sollen wir es besetzen? Wie gesagt, das ist unangenehmes Klima. Mach mal niederreißen, komm. Wobei er dann noch am Friedensschluss sich das dann ergo wieder zurückholen könnte. Also vielleicht wäre Besiedeln doch nicht schlecht. I see no other option. Einfach, dass er das nicht bekommt. Den Geschützmeister haben wir schon. Ja, dann noch ein bisschen den individuellen Kampfbaum. Du hast hier hinten noch ein bisschen was, oder hier vorne besser gesagt. Der Pappenheimer. Windstoß. Und so. I am Prince and Emperor. Vor allem das weiter zurückziehen ist jetzt gar nicht so cool, finde ich.
Mit den 1700. Ah, was gibt's hier? Ein Kapitelhaus des Sonnenordens. Trinkstube. Ja, ist jetzt nicht so notwendig. Naja, wir machen es anders. Du holst dir hier das Holzgebäude. Und dann haben wir es eigentlich eh schon wieder für die Runde. Zumindest fast. Du kommst du mal da dazu. Du hast schon. Und du machst noch einmal Technologie. Plus 35%. Das ist halt dann schon geil. Forschungsrate. Ist halt die Frage, ob das stackt. Da bin ich dezent überfragt, ob das so ist oder nicht. So, wir haben sonst alles gemacht. Ja, hier wird belagert, passt. Er hat Languille, wie auch immer sie das ausspricht, niedergerissen. Wäre fast fies, wenn das jemand einnehmen würde und dann Leon verkaufen würde. Immobilienhändler und so, ne? Miethai. Einfach irgendwas Herrenloses sehen, verborgenes Immobilienpotenzial und das Maximum. Okay. Und das Maximum rausholen, was man an Geld rausholen kann. Geld. Ja, selbiges. Das Spielchen kennen wir schon. Aber halt jetzt zum letzten Mal. Jetzt versuchen wir es nur einmal mit Belagern. Klar, jetzt kriegt er das natürlich. Aber Hauptsache bei unserem General schlechte. Es regt auf. Ja. Champion of the Lady. Scheiße, die Leon. Blöder Arsch. Yes? Blöder Wichser. To the provinces? Gut. Yes, a sound plan. Dann machen wir das dafür anders. Ready. I will marshal the best. Dann schnappt dir Kisorieux. Komm, besetzen. Sigma. Yes, my lord. Dann kommst du raus. Und dann verkauft man Gisérieux einfach Courant. By the light, welcome. How fares the Emperor in these dark times? Volltrottel. I approve. Selbiges könnte man hier unten auch noch machen mit Lyonnais. Lyonnais sogar. Hauptsiedlung. Da wäre ich ja fast am Überlegen, ob wir uns das behalten und dann Museum dafür eintauschen.
Okay, dann kommt du so weiter nach Bretonia rein. Was machst denn du jetzt? Ich muss sagen, die Idee, Bellacor zu invasieren, wird immer schmackhafter. Ganz ehrlich. Sigmas will. Weil von oben bewegt sich der Wiggel gerade in die Richtung. Die Idee, Albion zu invasieren, wird immer interessanter, so eine Art Unternehmen Seelöwe zu machen. Er war doch Seelöwe, oder? Der Plan im Zweiten Weltkrieg von Nazi-Deutschland, Großbritannien einzunehmen. Klar, der Vergleich hinkt jetzt natürlich ein bisschen, aber es wird ja immer betont, dass die Karte von Warhammer Fantasy Parallelen zur Realität aufweist. Und das hier ist ja eindeutig dann Großbritannien. Albion ist ja sogar ein anderer Name irgendwie für Großbritannien oder sowas, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du? Ja, da kommst du einfach mal weiter auf die Grimmfeste zu. Das gehen wir es wieder mal. Vielleicht lässt er uns. Vielleicht lässt er uns. Dann auf der. Wir sollten vielleicht doch einen General da runterziehen. Balthasar zum Beispiel. Der wird ein bisschen brauchen, bis er unten ist, aber. Es könnte sich als nützlich erweisen. Ganz dezent. Bitte Garnison. Ja, ist okay. Oder warte mal. Erst gibt's für Talapheim Garnison. Und Wurtbad fehlt ebenfalls noch Garnison 1800. Prince Eltharion. I stand apart. Okay, Deal mit Miao Ying. Ist okay. I will allow. The dragon shall wake. Gut, dann kriegt Wurtbad die Garnison. Genau, und dann hätten wir noch ihn. Aber wisst ihr was? Ja, der nimmt momentan eigentlich nur sinnlos Geld weg. Ja, 4,5. Viel besser. Viel besser. So, kannst du noch irgendwen ein bisschen. Verwunden. Fantastisch. So, du komm dazu. Mofor könnte man eigentlich selbiges auch tun. Das ist Torgovan. Was auch immer die mit so einer Hauptsiedlung anfangen können. Was auch immer. So, wir schauen noch in die nächste Runde. Jetzt sollte aber das Endgame-Event dann endlich einmal losgehen. Ja gut, der Curtis. Oder der Curtis, wenn er es lieber auf Deutsch haben möchte.
Okay. Chaoszwerge. Die Spannung steigt, komm, Endgame-Event. Endgame-Event wann? You are not welcome in my court. Okay. Die haben uns aus irgendeinem Grund akut ungern. Okay, wegen Grenzgrafen. Kemri, Kemri, Kemri. Setra und Setra, der alte Havara. Und? Jetzt. Es war töricht, sich über die Skavenhorden zu sorgen. Ein paar vereinzelten Kundschaftherren ist die Oberfläche völlig ruhig, außer ein paar, ja. Und doch sind dort Krallenspuren, wo keine sein sollten. Huschende Geräusche in der Nacht, das unheilvolle Glühen von Warpstein, das aus entfernten Höhlen und den Eingängen der Tunnelnetzwege dringt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Es beginnt. Punkt, 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 Fragezeichen. Der Leopold. Ju. Heißt das, wir haben schon... Nein, wir haben es noch nicht. Du bist einfach mal irgendwie besser. Ich mache das jetzt echt, ich bin nachtragend. Wir besiedeln Lyonnais und tauschen dann irgendeine von den anderen Siedlungen gegen Mousillon ein. Das macht man echt, ich bin nachtragend, dass der sie Bergpress geholt hat. Und nicht wir. Gut, wer bist denn du? Akhol, okay. True servant of Sigma. I go where I am needed. Okay, schade. Ein Schätzchen wäre ganz nett. Na gut, immerhin 1500. Könnte schlimmer sein. Guided by Sigma. Wie? Okay, Karoburg kriegt ebenfalls Garnison. Woodbad. Gut, Woodbad haben wir schon Garnison gegeben. Ja, dann bitte Stufe 3. Und den Weinberg ist okay. The Amber Order. Ready. So, und du drehst um und schaust, dass du im Süden dazu kommst. Und du schnappst dir die Grimmfeste noch. Machen wir auch wieder automatisch. Besetzen wir das mal, komm. Es ist am Ende, ja, interessant. Es ist am Ende des Tages doch ein bisschen geschickter. Einfach nur, damit die Waldelfen das nicht bekommen. Ein Friedensvertrag können wir mit ihnen gerne schließen, aber erst sobald die Provinz da ausgeknipst ist. Sobald er wieder zurechtgestutzt ist auf seinen Wasserfallpalast. Der Rest ist mir eigentlich Bovidel. The rest is me, Bovidel.
Ja, dann kriegst du noch den Tuchmacher in, oder wie heißt das, den, das Weberhaus in Drakenhof. Der liebe Ulrich. Du schnappst dann noch zweimal Armbrustschützen. Das war's dann aber eh schon mit der Kohle, ne? Ja, passt schon. Das war's dann eh mit der Kohle. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir es für diesen Part gut sein. Boris wird beim nächsten Mal echt nur Lyonesse besiedeln und hier drüben. Eigentlich ist er so ein bisschen der falsche Mann dafür. Der ist ein wichtiger General, den sollte man eigentlich eher im Kriegsdienst einsetzen. Für die Aufgabe wäre Helmut auch gedacht gewesen oder gut gewesen. Aber der wird halt einfach nachkommen. Respektive könnte sich Boris hier unten mit Morlieps Heulern anlegen. Ja, und hier haben wir die zwei Armeen, die dann ein bisschen Bellacor invasieren werden. Vielleicht einmal angefangen mit der Geisterinsel. Und dann wird es ja zeigen, ob wir da Bedarf haben für dritte Armee. Aber eigentlich sollten zwei dann doch auch ausreichen. Genau, und Karl Franz macht hier weiter das Gebirge. 54, es wird, es wird, es wird, es wird. Runde 125. Jo. Soweit die Pläne für die nächsten Schritte. Ja, wie gesagt, ein bisschen Action wird es noch geben und auch noch die spannende Frage, inwiefern uns das Endgame-Event betreffen wird. Jo. Aber wie das passieren wird, diese ganze Action schauen wir uns beim nächsten Mal an. Und jo. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage Grüß euch und Tüdelü.